Wölfe kontrolliert abschießen. Das soll künftig auch dann möglich sein, wenn nicht zweifelsfrei klar ist, welches Tier eines Rudels etwa Schutzzäune überwunden und Tiere gerissen hat. Bei ernsten Schäden wird künftig der Abschuss genehmigt, jeweils ein einzelner Wolf Tier für Tier, solange bis keine Schäden mehr auftreten. So sieht es der Kompromiss vor, um den es vorab viel Streit gab zwischen Umwelt- und Agrarressort, und der geht wohl weiter. Landwirtschaftsministerin Klöckner fordert schon heute mehr, nämlich auch vorbeugend abschießen zu können. Doch die Umweltministerin besteht auf dem Artenschutzrecht. Wir müssen den Wolf weiterhin schützen. Es gibt sehr, sehr wenige Wölfe. Und da, wo sie Probleme bereiten, da, wo sie vor allen Dingen Schafe reißen, wo sie Herden sozusagen die Schutzzäune überwinden, da können wir jetzt Wölfe entnehmen. Aber es muss immer einen Grund geben. Deshalb könne es auch keine wolfsfreien Regionen geben, wie etwa der Bauernverband vorschlägt, auch weil die Tiere weite Strecken zurücklegten. Der FDP geht der heutige Kompromiss nicht weit genug. Beim Wolf hat man es mit dem stärksten Beutegreifer zu tun, den es in Mitteleuropa gibt. Und deswegen muss auch hier das Jagdrecht greifen, damit man verantwortungsbewusst die Population insgesamt managen kann und es eben zu keiner besonderen Dominanz einer Spezies kommt. Naturschützer dagegen kritisieren, die geplante Änderung sei rechtlich schwammig und nur bedingt sinnvoll. Man solle sich lieber rasch gemeinsam um besseren Herdenschutz bemühen.